Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Thema Network Marketing und warum du mit Network Marketing starten solltest. Ich werde dir in diesem Video zeigen, warum du mit Network Marketing starten solltest, für wen Network Marketing geeignet ist, wie du das richtige Unternehmen für dich findest und wie der richtige Start in diesem Bereich dann erfolgen sollte. Und wenn das Ganze für dich interessant ist, dann würde ich mich freuen, wenn du jetzt dranbleibst. Lass uns die Punkte mal näher beleuchten. Gründe, warum du im Network Marketing starten solltest, gibt es sicherlich viele. Die Frage ist aber nicht, welche Gründe gibt es, sondern was sind deine Gründe? Ja, die kann ich natürlich jetzt von hier aus nicht beurteilen, sondern ja, da musst du für dich einfach allein die Frage stellen, warum du in deiner aktuellen Situation etwas verändern möchtest. Gründe, die sehr häufig genannt sind, sind zum Beispiel, dass vielleicht hast du es auch einfach satt, dass du morgens aufstehen und zur Arbeit fahren musst, weil du viel lieber von zu Hause aus arbeiten würdest. Ja, vielleicht ist es aber auch, vielleicht hast du es auch satt, ständig im Stau zu stehen oder auf einen verspäteten Zug warten zu müssen, was ja letzten Endes dann alles ein Verzicht auf Lebensqualität bedeutet. Vielleicht hast du einen nervenden Chef, den du gerne entlassen möchtest, nervende Kollegen. Vielleicht ist es aber auch so, dass dein Job nicht krisensicher ist und gerade in Krisenzeiten ja vielleicht dann Kurzarbeit angemeldet wurde und du ja dir aktuell Einkommen fehlt. Vielleicht hast du aber auch unpassende Arbeitszeiten und würdest gern lieber selbst bestimmen, wann du arbeitest. Du hättest vielleicht gern, dass sich Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren lässt, dass du dir die Zeit zur Arbeitsstätte sparst. Ja, für viele sind es ja häufig auch 1-2 Stunden, die da immer mal wieder draufgehen pro Tag. Und wenn du natürlich von zu Hause aus arbeitest, entfällt diese Zeit, die du dann ja sinnvoll anderweitig investieren kannst. Und das bedeutet schlussendlich mehr Lebensqualität. Für andere sind es wiederum gesundheitliche Gründe, dass sie gar keiner anderen Tätigkeit nachgehen können, weil sie das Haus vielleicht nicht verlassen können, wie auch immer. Und viele möchten aber einfach ihr eigener Chef sein, arbeiten können, wann, wo und wie viel sie wollen. Was jetzt deine Gründe sind, wie gesagt, musst du dann für dich sehen. Fakt ist aber auch, Network Marketing bietet alles, was das Herz begehrt. Ja, du kannst damit das Einkommen dir aufbauen, welches du haben möchtest. Für viele ist es aber auch so, dass Geld nicht unbedingt das Thema ist, sondern die wünschen sich einfach mehr Zeit bei gleichem Einkommen, weil die aktuell viel verdienen, aber dafür 60, 70, 80 Stunden oder mehr die Woche unterwegs sind und ihre Freunde, Familie dann kaum zu Gesicht bekommen. Für wiederum andere ist es, weil sie vielleicht in eine andere Stadt gezogen sind, dass sie eine Gemeinschaft vorfinden, wo man vielleicht in die gleiche Richtung blickt, wo man gemeinsame Ziele verfolgt und so weiter. Und für andere ist es dann einfach, dass sie eine sinnvolle Tätigkeit erfüllen oder dass sie eine sinnvolle Tätigkeit haben, die sie erfüllt, wo sie sich einfach darauf freuen, anderen Menschen auch dabei helfen zu können und einfach einen Sinn in ihrer Arbeit zu sehen. Ja. Und egal, was es letzten Endes ist, vielleicht sind es auch viele Punkte hier kombiniert. Entscheidend ist, dass du dich in Network Marketing wiederfinden kannst und dass du innerhalb einer Gemeinschaft deine eigenen Vorstellungen quasi erreichen kannst. Und das ist doch etwas, was ganz, ganz wenige Geschäftsmodelle da draußen bieten. Network Marketing hat darüber hinaus den Vorteil, dass du dir halt eben ein wiederkehrendes Einkommen aufbauen kannst. Das passiert zum einen durch deinen Kundenstamm und zum anderen durch den Aufbau von einer Vertriebsorganisation. Das heißt, umso größer dein Kundenstamm wird, du wirst ja an jedem Verkauf innerhalb deines Kundenstamms beteiligt. Wenn deine Kunden neue Bestellungen aufgeben, erhältst du dafür dann eine Provision. Und je größer dein Kundenstamm wird, desto mehr Einkommen erzielst du, auch wenn du jetzt aktiv nichts dazu beiträgst, weil du hast den Kunden gewonnen. Und wenn der Kunde eine neue Bestellung aufgibt, dann kann er das auch ohne dein Zutun. Und dann verdienst du dementsprechend Geld. Darüber hinaus hast du dann den Aufbau einer Vertriebspartnerorganisation und wirst natürlich an den Umsätzen deiner Vertriebspartnern beteiligt. Ja, und das bedeutet einfach, dass du am Anfang natürlich einiges
ja, an persönlicher Arbeitskraft aufbringen musst, ne? Das aber im Laufe der Zeit dann immer weniger wird, aber dein Einkommen trotzdem steigt. Weil wenn du natürlich mal 100.000 oder mehrere tausend Partner in deiner Organisation hast, dann finden dort auch Verkäufe statt, obwohl du jetzt da aktiv gar nichts dazu beiträgst, weil du die Leute teilweise gar nicht kennst. Ja, so, und das ist einfach der Vorteil, den Network Marketing bietet. Und jetzt werde ich auch häufig gefragt, Mensch, aber ist ja auch eine vertriebliche Tätigkeit, macht es denn Sinn, nicht einfach, ja, als Verkäufer in einem Vertrieb anzufangen oder einfach klassischen Direktvertrieb zu machen und dann dort eben seinen Kundenstamm aufzubauen und darüber Einkommen zu generieren. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man machen kann. Welche für dich passt, musst du entscheiden. Ich möchte hier an dieser Folie einfach mal kurz den Unterschied skizzieren. Der Verkäufer, der hat ja die Aufgabe, jeden Tag neue Kunden zu gewinnen und die bestehenden Kunden weiter auszubauen. Das heißt, neue Produkte bzw. Zusatzverkäufe zu generieren. Und ja, das führt halt einfach dazu, dass du halt, ich sag mal, immer eine One-Man-Show bist, ja. Und irgendwann hat dein Tag halt einfach ein Ende. Das heißt, du hast 24 Stunden, die du maximal Zeit investieren kannst, ja, wenn du nicht schlafen müsstest. Und ja, und das, du wirst irgendwann halt einfach, was auch das Einkommen betrifft, irgendwo an eine gewisse Grenze stoßen oder dein Unternehmen gibt dir eine Grenze quasi vor. Ja, das kann natürlich auch passieren. Das bedeutet, du hast mehr oder weniger, vielleicht auch leicht steigend oder mal immer schwankend, ein gewisses durchgehendes Einkommen. Da du natürlich sofort beginnst, Kunden zu gewinnen, hast du den Vorteil, dass du sofort eine gewisse Einkommenshöhe hast. Der Networker hingegen, der baut sich auch einen Kundenstamm auf, baut aber parallel dazu auch noch eine Vertriebsorganisation auf. Und während du natürlich eine Vertriebsorganisation aufbaust und einen neuen Vertriebspartner gewinnst, musst du den natürlich auch vernünftig einarbeiten, dass er dementsprechend auch das Geschäft betreiben kann. So, und in der Zeit kannst du natürlich keinen eigenen Kunden gewinnen. Und das führt dazu, das ist jetzt hier auch etwas übertrieben dargestellt, aber ich will, dass es deutlich wird, kann es natürlich sein, dass du über einen gewissen Zeitraum auch ein deutlich niedrigeres Einkommen hast, wie wenn du einfach als klassischer Verkäufer irgendwo im Vertrieb unterwegs bist, ne? Aber die Sache ist dann einfach die, irgendwann wird der Punkt kommen, an dem dein Einkommen wächst und wächst und wächst, und zwar linear, sondern exponentiell, sage ich mal. Ja, es wächst dann in größeren Schritten in kürzerer Zeit, als du das hier im klassischen Verkauf oder Direktvertrieb hier mal hinbekommst, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob 1.000 Menschen die Produkte und Dienstleistungen anbieten oder du einfach nur als Einzelkämpfer unterwegs bist. So, und das ist einfach der Unterschied, und du musst einfach für dich die Frage stellen, was du auf Dauer haben möchtest. Möchtest du Jahr für Jahr immer wieder von vorne anfangen müssen, um dein Einkommen zu erwirtschaften, oder möchtest du sagen, okay, ich mache jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, gebe ich mal Vollgas, ja, und habe mir dann ein Fundament geschaffen, von dem ich dann ja die nächsten 15, 20 Jahre oder länger profitieren kann. Und die Entscheidung, die kann dir natürlich keiner abnehmen, das musst du für dich dann entscheiden, aber das ist einfach der Unterschied, ja. Und ein weiterer Grund, der für Network Marketing spricht, ist, dass Network Marketing ja in verschiedenen Konjunkturphasen funktioniert. Ja, es funktioniert, also wenn wir uns mal hier so diese Konjunkturzyklen anschauen, ist ja immer das Gleiche, in einer Art Wellenbewegung. Wir haben hier einen Aufschwung, der dann in den Boom mündet, und dann geht es auf der Kurve auch schon wieder bergab, Rezession, und endet dann in der Depression, und dann geht das Ganze wieder von vorne los, ja. So, und Network Marketing ist ein Geschäft, welches sowohl in guten Zeiten, in wirtschaftlich guten Zeiten, wie in wirtschaftlich schlechten Zeiten funktioniert, ja. Weil gerade auch in schlechten Zeiten brauchen die Leute ja auch mehr Geld, und dementsprechend kannst du natürlich den Menschen auch ein Zusatzeinkommen oder ein Haupteinkommen anbieten. Allerdings ist es auch so, dass es innerhalb von Network Marketing natürlich Branchen gibt, die sind resistenter gegen, ich sage jetzt mal, Krisenzeiten wie andere. Und hier musst du einfach halt für dich schauen, dass du ein Produkt oder ein Unternehmen wählst, welches sowohl in guten Zeiten, in wirtschaftlich guten Zeiten wie in wirtschaftlich schlechten Zeiten Produkte hat, die da auch wirklich auf jeden Fall nachgefragt werden, wo auch wirklich ein Bedarf besteht. Weil es ist natürlich so, wenn die Menschen weniger Geld im Geldbeutel haben, dann wird natürlich auch überlegt, an welchen Stellen kann ich sparen. So, und wenn du dann natürlich ein Produkt hast, was zwar toll ist und auch in guten Zeiten gut funktioniert,
aber in Krisenzeiten die Leute das Geld lieber für andere Dinge ausgeben, dann wirst du auch ihr halt Umsatzrückgänge merken. Und deswegen, wenn du ein Produkt hast, was in beiden Phasen gut funktioniert oder in allen Phasen gut funktioniert, ist es natürlich von Vorteil. Und wenn du da ja wissen möchtest, was ich dir empfehlen würde, nimm einfach Kontakt mit mir auf oder fordere dir unterhalb des Videos weitere Informationen an und dann kannst du dir da genau dieses Produkt dann dementsprechend anschauen. Also halten wir fest, Network Marketing funktioniert weitestgehend konjunkturunabhängig, ist krisensicher. Man kann es je nach Unternehmen 100% online und virtuell ausführen. Du hast keine oder nur sehr geringe Einstiegskosten und bist dafür kannst sofort sehr rentabel arbeiten. Du kannst dir ein hohes und stabiles Einkommen aufbauen, welches auch hier musst du halt dann darauf achten, dass dein Marketingplan dein Einkommen nicht deckelt. Ja? Und ja, du kannst es vor allen Dingen in jeder wirtschaftlichen Phase dann auch ausführen. Ja, bei uns ist es sogar so, dass unsere Vertriebspartner schnelle Ergebnisse für sich selbst erzielen können. Örtliche Unabhängigkeit, zeitliche Unabhängigkeit, das ist ein skalierfähiges Geschäft. Das ist im weitesten Sinne ein einfaches Geschäft. Natürlich muss man die Dinge halt auch auf die richtige Art und Weise tun. Es gibt kaum oder sehr niedrige Eintrittsbarrieren. Du musst nicht erst irgendeine Ausbildung machen, um dich im Network Marketing selbstständig zu machen. Die technischen Hürden sind auch nicht mehr, sind auch nicht mehr vorhanden, wie das vielleicht früher der Fall war, gerade wenn du online arbeiten möchtest. Auch deine Kunden können schnelle Ergebnisse erzielen und der Hauptvorteil ist gegenüber einer klassischen Selbstständigkeit, dass du professionell eingearbeitet wirst. Das heißt, du bekommst Schulungen, ja, da solltest du auch darauf achten, dass dein Unternehmen das Ganze anbietet. Du bekommst eine professionelle Einarbeitung, hast mit deinem Mentor einen persönlichen Ansprechpartner, der dir natürlich gerne erklärt, wie das Geschäft funktioniert, weil er hat ja was davon, nämlich finanziell, wenn dein Geschäft gut funktioniert, dann verdient er natürlich auch dran. So, und deswegen macht Network Marketing, natürlich hat Network Marketing auch gewisse Nachteile, wie jedes andere Geschäftskonzept auch, allerdings sind die deutlich geringer wie bei klassischen Geschäftsmodellen. Und dieses Geschäftskonzept hat halt, bietet im Prinzip alles, was ein modernes Business eben erfüllen muss. Ja? Und dementsprechend solltest du dir definitiv Gedanken drüber machen, mit Network Marketing zu starten. Und jetzt sind wir beim Punkt, und da musst du unbedingt darauf achten, dass du das für dich richtige Unternehmen findest. Also ein paar Eckpunkte, woran kannst du dich orientieren? Die Produkte sollten definitiv echte Endkunden- und Verbrauchsprodukte sein. Das Unternehmen sollte, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass das Unternehmen mindestens 5 Jahre oder länger am Markt ist. Natürlich, wenn du gleich von Anfang an in einem neuen Unternehmen dabei bist, dann muss das nicht unbedingt ein Nachteil sein. Allerdings ist es so, dass viele Unternehmen, so schnell wie sie kommen, auch wieder von der Bildfläche verschwinden. Und wenn du ein Unternehmen hast, welches 5 Jahre oder länger am Markt ist, dann ist es zwar auch kein Sicherheitskriterium, aber du kannst davon ausgehen, dass die ersten 5 Jahre überstanden sind und viele Anfangsprobleme schon behoben wurden. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich stehe eher auf etablierte Unternehmen, weil sie bewiesen haben, dass sie über einen langen Zeitraum Dinge richtig gemacht haben, dass sie innovativ sind und auf gewisse Veränderungen im Markt auch reagieren können. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn du dir ein Network-Marketing-Geschäft aufbaust. Dann sollten keine Startkosten da sein. Ja, das Unternehmen sollte bestenfalls schuldenfrei sein. Ja, natürlich ist das nicht immer gegeben, aber ein schuldenfreies Unternehmen kann natürlich ganz anders agieren wie ein Unternehmen, was natürlich erstmal die Gläubiger bedienen muss. Dann sollte natürlich gute Wachstumsraten da sein. Es sollte ein Ausbildungs- und Schulungssystem geben, sodass dein Erfolg nicht abhängig ist von deinem Sponsor oder sonst jemanden, sondern dass du ganz alleine auch deinen Weg gehen kannst. Und hier ein ganz wichtiger Punkt, die Provisionen pro Verkauf sollten so hoch sein, dass du rein durch deine eigene Arbeitskraft ausreichend bis sehr gut verdienen kannst. Teamaufbau kann manchmal länger dauern. Es kann manchmal auch sein, dass das, was du dir so vorstellst, dass die Ergebnisse nicht erzielt werden, weil du ja nur begrenzt Einfluss auf deine Teampartner hast. Du kannst natürlich dein Bestes geben, ihnen die besten Tipps geben, wenn dein Teampartner aber diese nicht umsetzt, ja, und ich sag mal, im schlimmsten Falle nichts tut, dann wirst du daran auch nichts verdienen können, ja, und dementsprechend musst du trotz alledem in der Lage sein, dein Einkommen so zu generieren, wie du es dir vorstellst und nicht erst hunderte Kunden für dich persönlich gewinnen müssen, dass du von den Verkäufen dann dementsprechend auch leben kannst, ja, also das sollte ein ganz wichtiger Punkt sein, solltest du nicht außer Acht lassen. Natürlich schadet es nicht, wenn es Zusatzleistungen und Boni gibt,
dann achte drauf, und es sollte sichergestellt sein, dass die Provisionen pünktlich ausbezahlt werden, weil du musst natürlich deine Rechnungen bezahlen und du musst natürlich auch immer dein Geld zur Verfügung haben, damit du weitere Marketingaktivitäten starten kannst. Du solltest auch keine Mindestumsätze bringen müssen, damit Provisionen ausbezahlt werden. Die Produkte, das Unternehmen, der Markt, ganz klar, sollte auch zukunftsfähig sein. Dann muss das Unternehmen dir Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen, die funktionieren. Und du solltest dir auch mal angucken, wie wird denn im Unternehmen gearbeitet? Passt die Arbeitsweise zu dir? Ist das etwas, was du dir vorstellen kannst? Und such dir einen Sponsor, mit dem du wirklich zusammenarbeiten möchtest und von dem du auch dir gerne mal was sagen lässt. Weil nur wenn du das, was dein Mentor dir auch mit an die Hand gibt, umsetzt, dann wirst du Ergebnisse erzielen können. So, und jetzt ist die Frage, ist Network Marketing für dich gedacht? Ist Network Marketing für dich geeignet? Network Marketing ist dann für dich geeignet, wenn du, dein Leben wirklich verändern willst, wenn du einen gewissen Wohlstand aufbauen willst, wenn du Freiheit, Unabhängigkeit erreichen willst, dann ist Network Marketing definitiv eine Option für dich. Du solltest aber auch ein Mensch sein, der weiß, dass du das, was ich eben genannt habe, Wohlstand, Freiheit, Unabhängigkeit, dass du das eigentlich nur in der Selbstständigkeit erreichen kannst, beziehungsweise im Unternehmertum, und dass es zu diesem Weg eben keine Alternative gibt. Du solltest ein möglichst hohes Einkommen aufbauen wollen und dann natürlich auch dafür bereit sein, auch die Ärmel hochzukrempeln, weil wie bei allem, was sich lohnt, hat der liebe Gott zuerst die Arbeit davor gesetzt, bevor dann das Einkommen sprudelt. Ne? Du solltest ein Mensch sein, der lieber nach Leistung bezahlt wird, als nach dem Zeiteinsatz, weil letzten Endes wirst du nur am Ergebnis bezahlt werden, und das ist das, was entscheidet. Und mit wie viel Zeit du das dann machst, das ist erstmal zweitrangig. Ja? So, und du solltest ein Mensch sein, der einfach ein hohes Einkommen generieren will, aber nicht in der Situation sein muss, erstmal viel Geld investieren zu können. So, und du solltest dir einfach ein Business aufbauen wollen, welches du möglichst orts- und zeitunabhängig ausüben kannst. Und hier liegt die Betonung auf Business aufbauen und nicht auf Hobby aufbauen. Ja, also wenn du einfach nur vorhast, ein bisschen was auszuprobieren, da mal ein bisschen was zu machen, da mal ein bisschen was, dann ist Network Marketing wie jedes andere Geschäftskonzept für dich nicht geeignet, sondern es geht hier darum, ein Geschäft aufzubauen, und das musst du dann dementsprechend auch ernst nehmen und auch ernsthaft betreiben. So, und dann sind wir bei dem Thema richtigen Start. Hier wäre ich auch immer gefragt, Mensch, was soll ich denn jetzt als erstes machen? Social Media Marketing, bezahlte Werbeanzeigen, soll ich meine Namensliste erstellen? Und ich sage immer, das eine tun, das andere nicht lassen, aber am entscheidendsten ist immer für dich die Frage, was ist für dich der aktuell wie effektivste Hebel für mehr Umsatz und neue Vertriebspartner? Ja, wenn du jetzt bereits, Influencer bist, dann hast du sicherlich andere Möglichkeiten wie jemand, der wie ich zum Beispiel aus einem metallverarbeitenden Beruf kommt, mit Marketing und Verkauf noch nie was am Hut gehabt hat, der sich die Basics erstmal aneignen muss. Das heißt, du brauchst sowohl direkte Ergebnisse, du brauchst Methoden, die dir sofortige Ergebnisse erzielen. Mit sofortig meine ich nach einer kurzen Anlaufzeit. Und du brauchst aber auch Methoden, die dir auch dann neue Leads und Interessenten generieren, die dir auch dann eben neue Leads und Interessenten generieren, wenn du jetzt aktuell gerade nicht dafür arbeitest. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einem eigenen Blog startest, dann musst du dir halt bewusst sein, dass es sehr, sehr lange dauern kann, bis du die notwendigen Ergebnisse dafür erzielst. Und erfahrungsgemäß ist das zu Beginn nicht der richtige Start, weil die meisten Menschen nicht so lange durchhalten. Deswegen ist es wichtig, fang am besten stufenartig an, indem du als allererstes dir die Basics aneignest, deine eigene Namensliste erstellst. Und ich weiß, jetzt werden viele wieder sagen, da soll man dann die Verwandten abgrasen. Nein, kein seriöser Networker würde das von dir wollen, weil keiner ein Interesse daran hat, dass du 20, 30 Kunden gewinnst, sondern jeder Networker möchte, dass seine Partner Hunderte, Tausende oder Zehntausende Kunden gewinnen, weil nur dann lohnt es sich dann für dich auch richtig und dementsprechend auch für deine Ablein. Ja? So, und deswegen ist es aber trotzdem wichtig, dass du dein persönliches Kontaktwerk auch nutzt, welches vorhanden ist, deine ersten Erfahrungen machst, deine ersten Verkaufsgespräche führst, um dir einfach das notwendige Erfahrungswissen anzueignen, um das dann später auch an deine Partner weiterzugeben. Ja? Und das wäre der erste Step.
und dass du dann lernst, Empfehlungen zu generieren, ja, und über Empfehlungen weiterzuarbeiten. So, und das sind einfach die Dinge, die dir schnellstmögliche Ergebnisse bringen, ja, und das solltest du definitiv im ersten Step machen. Darüber hinaus solltest du aber auch Marketing betreiben und dir langfristig, wie gesagt, Wege aufbauen. Das kann ein eigener Blog sein, eigener YouTube-Kanal, Podcast, bezahlte Werbeanzeigen, was es da auch so alles gibt. Und das solltest du zusätzlich zu dem aktiven Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, dann dir aufbauen. Ja? Und hier auch nicht zu viel auf einmal, sondern bleib immer bei der aktiven Methode. Ja? Das heißt, dein eigenes persönliches Netzwerk nutzen, Empfehlungen nehmen, über Empfehlungen weiterarbeiten und dann dazu einfach zusätzlich anfangen, vielleicht mit deinen ersten Einnahmen bezahlte Werbeanzeigen zu schalten. Und wenn du da drin gut bist, baust du vielleicht zusätzlich einen YouTube-Kanal auf. Und wenn du da drin gut bist, baust du zusätzlich deinen eigenen Blog auf. Und dann hast du dir so 3, 4 Quellen geschaffen, die dir neue Interessenten und Leads bringen. Und dann kannst du, wenn du später mehr Leads über deinen YouTube-Kanal oder über bezahlte Werbeanzeigen generierst, ja, als du in dem anderen, im aktiven Verkauf hast, dann verändert sich dein Hebel halt einfach, ja, und dann sorgst du dafür, dass du halt noch mehr Leads generierst und dann ja, vielleicht auch dann ein Stück weit deine Teampartner dann diesen zur Verfügung stellst, um diese dann auch abzuarbeiten, wenn du selbst nicht mehr in der Lage sein solltest, mit diesen dann zu arbeiten. So, das war jetzt aber nur so der Gedanke meinerseits da dazu. Natürlich kann man hier drüber philosophieren und ich weiß, es wird jetzt auch wieder ein paar geben, die das als völlig schwachsinnig ansehen, aber das muss jeder selber wissen. Das ist meine Meinung und die Erfahrung, die ich gemacht habe, die einfach für die Menschen am besten funktioniert, weil ja, die wenigsten Menschen, und da zähle ich mich dazu, aus einem Beruf kommen, ja, also für mich war Marketing, bezahlte Werbeanzeigen, das habe ich noch niemals in meinem Leben vor 13 Jahren gehört, ne, und von daher macht es schon Sinn, wenn du auch deinen Partnern, die davon ebenfalls noch nichts gehört haben, einen Weg zeigen kannst, der einfach und effektiv ist. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und ja, das Gefühl hast, es macht Sinn, ja, was wir hier gerade besprochen haben, dann hast du jetzt 2 Möglichkeiten. Du kannst nichts tun, dann bleibt alles, wie es ist. Oder du kannst dich informieren und die nächsten Schritte gehen. Ja, und wenn du dich für Option 2 entschieden hast, dann solltest du dir jetzt gleich hier auf der Seite weitere Infos anfordern. Wenn du noch Fragen hast, nimm Kontakt mit mir auf. Ja, dann können wir gemeinsam prüfen, ja, inwieweit eine Zusammenarbeit mit unserem Team sinnvoll ist. Und wenn du starten willst, dann, wie gesagt, fordere jetzt Informationen an und dort wird dir auch gezeigt, wie du ja entweder für Fragen mit mir Kontakt aufnehmen kannst oder ja mit mir und meinem Team zusammenarbeiten kannst. In diesem Sinne, danke für deine Aufmerksamkeit. Goethe hat schon gesagt, Erfolg hat 3 Buchstaben, nämlich TUN, tun, ja, am besten Tag und Nacht. Und denk immer dran, es sind die kleinen Schritte, die täglich getan werden, die zu einem großen Ergebnis in der Zukunft führen. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns ja in einem anderen Video dann wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.